Hallo Leute und willkommen zur 5. Folge von SimCity Builded. Es tut mir sehr leid, dass gestern keine Folge kam. Ich hatte eine sehr lange Folge gemacht und wollte sie bearbeiten. Dann stand da plötzlich, dass das Video nicht mehr verfügbar sei. Also es tut mir sehr leid. Jetzt, euch erstmal, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Zuerst mal habe ich die Luxus-Kläranlage gebaut. Dann seht ihr, ich habe keine Wassertürme mehr. Alle sind total unglücklich. Ich musste die Wassertürme abreißen, weil ich etwas Neues freigeschalten habe. Die Pumpstation. Die kostet 45.000. Darauf muss ich erstmal noch ein bisschen sparen. Dann sammeln wir jetzt mal hier ein, die ganzen Sachen. Ich habe außerdem zwei Level erreicht, wir sind jetzt schon Level 10, ich war davor Level 8. Ich habe mir einen Expansionsbereich geholt, also die kann man sich freischalten und habe da meine ganzen Fabriken reingestellt. Außerdem habe ich das Handelsdepot freigeschaltet, habe schon ein paar Sachen verkauft und komischerweise kann ich immer noch nicht auf die Handelszentrale zugreifen, aber egal. Dann, was habe ich dann noch gemacht? Ach ja, den Möbelladen habe ich mir gekauft und aufgebaut und dann stelle ich hier mal gleich ein paar Stühle her. So, drei Stühle erstmal. Und ich sehe gerade, wir können eine Truhe öffnen. Eine Gratis-Truhe. Das Geld kann ich sehr gut gebrauchen, das brauche ich definitiv. Vor allem fürs Wasser, hier für die Pumpstation, aber auch für diese Bildungsabteilung und für die Verkehrsabteilung. Die kosten halt beide 40.000, das ist sehr teuer. Sehr teuer. Außerdem habe ich, wie in der letzten Folge schon gesagt, habe ich diese ruhigen Parks gebaut und ich habe schon sehr viele davon. Ich habe alle anderen Parks jetzt abgerissen. Ich habe 2, 4, 6, 8, 10, 12 Parks habe ich jetzt. Das reicht für eine Weile. Außerdem ist es momentan so, dass man bei den, dass es bei den Parks so einen Rabatt gibt von 30%. Da habe ich mir erstmal einige gegönnt. Ich wollte jetzt eigentlich noch mehr Parks bauen, aber ich muss erstmal genug Geld fürs Wasser bekommen. Und ich bin Level 11. Noch mehr Probleme. Glückwunsch, Bürgermeister. Sie haben sich einen goldenen Schlüssel verdient. Mit goldenen Schlüsseln können Sie sich tolle Sachen wie spezialisierte Gebäude kaufen. Sie können sich goldene Schlüssel verdienen, indem sie Frachtlieferungen bearbeiten oder Katastrophenherausforderungen bestehen. Mit goldenen Schlüsseln können sie Gebäude für Spezialisierung kaufen. Oh, ich habe Mineral. Stelle ich mir gleich nochmal her. So, Mineralstoffe. 30 Minuten dauern brauchen die zum Herstellen. Und wie ihr seht, das Icon ist hier anders. Okay, das war so nicht geplant. Ich wollte euch zeigen, dass es ein neues Icon ist, da Samsung jetzt erlaubt, selber aufzunehmen, also auf dem J3, auf dem ich das Spiel habe. Da gibt es jetzt die Funktion, dass man selber Bildschirmaufnahmen machen kann. Das habe ich dann gleich genutzt. Und ich habe drauf geklickt und die Aufnahme gerade beendet. Aber es wird wahrscheinlich euch nicht sehr viel auffallen. Da wird es dann einen Cut geben. Und die Bewohner sind sehr unglücklich. 58% nur. Überall sind hier verlassene Gebäude. Repariert die Wasserversorgung.
Es wird Zeit, mal etwas Geld flüssig zu machen und eine Wasserinfrastruktur zu bauen. Meine Dusche geht nicht, dreht das Wasser auf. Ja, das ist halt jetzt ganz schön problematisch. Ich habe nicht mal genug Geld für einen normalen Wasserturm. Also muss ich irgendwie Geld zusammenkriegen. Das mache ich am besten, indem ich ganz viele Dinge herstelle, wie zum Beispiel Nägel, und die dann verkaufe. Eigentlich wollte ich das nicht in der Folge machen, weil es halt für euch wahrscheinlich ziemlich langweilig ist. Aber wir können halt sonst nichts machen. Hoppla, dann. Außerdem, ab Level 9 muss man halt Straßen auch verbessern und ja, 3.900, 3.300, 3.900 könnte ich machen, aber dann nur zwei. Dann, hoppla. Dann könnte ich mir nicht mehr hier die Pumpstation kaufen. Bräuchte ich halt schon unbedingt. Sieht auch so ähnlich aus wie die Kläranlage, weil da auch so ein Wasserbecken ist. Und hat auch die gleiche Kapazität. Aber kann ich mir halt nicht kaufen. Ich bräuchte 1320 Simcash, diese hier. Sure, 6 Plastik. Vielleicht später. Was fehlt denn hier eigentlich? Zwei Samen? Ein Samen? Ja, Samen habe ich auch freigeschaltet. Samenhammer, Plastik, Stuhl. Ja. Ich glaube, haben Wir doch. wir schon in der letzten Folge gehabt. Weiß ich gar nicht. Außerdem habe ich hier die Schaufel freigeschaltet und halt den Möbelladen mit den Stühlen. Sure, Oder, da, gute Nachrichten, Bürgermeister. Die Stadtbevölkerung wächst stetig. Wie wäre es, wenn wir das Wachstum noch beschleunigen würden? Bauen Sie Wohngebäude zu Wolkenkratzern aus, erreichen Sie das Bevölkerungsziel 20.000. Das sind noch 4.500 fast. Schalten Sie den Frachtschiff-Anlegeplatz frei. Also das da? Ja, 20.000. Okay. Da muss ich wohl Häuser verbessern. Aber es fehlt halt an allen Ecken und Enden. Vielleicht hätte ich ein bisschen später aufnehmen sollen, wo ich noch ein paar mehr Ressourcen hätte. Naja, jetzt ist es zu spät. Ich guck mal, ob Heinz gerade was verkauft, was ich gut gebrauchen könnte, wie zum Beispiel Stühle oder Samen. Nein, leider hat er nichts zum Verkauf. Wenn er was verkaufen würde, würde da so ein Zeichen drüber sein. Aber ich glaube, ja, die Stadt ist seit letztem Mal schon gewachsen. Oh, Samen, ja, danke schön. Da ist ja mein Lieblingsbürgermeister von nebenan. Ich fühle mich geschmeichelt. Ja, Heinz hat schon ganz schön ausgebaut. Hier, das hier. Das war letztes Mal alles noch nicht da. Cool. Da kann ich die mal benutzen. 1000 Münzen zusätzlich. Da noch ein Haus hin. Und Plastik. Da gebraucht.
Aber herstellen kann ich irgendwie immer noch nichts. Ah, nee, danke. Da kann ich was machen. Die werden aber auch nicht glücklich irgendwie. Die sind trotzdem total unglücklich, bleiben traurig. 59%. Wie sind die jetzt glücklicher geworden? Die verdursten doch alle. Oh, 58. Ja, gut. Das 3 von 5 habe ich schon. Die drei hier zählen schon zu Wolkenkratzern. Die beiden sind hier irgendwie gleich. Und der hier. Wenn wir das hier einmal upgraden würden, dann würde es auch zu Hochhäusern zählen. Muss ich noch ein bisschen bauen. Fast 10.000 Simoleons habe ich. Ich brauche 4-mal mehr. Und das war gerade so ein Auspuff. Bulldozer-Auspuff. Moment, könnte ich damit schon etwas machen? 2 von 3 brauche ich hier. 2 von 4. Da kann ich nichts machen. Hier, 2 von 2. Und erweitert. Ich habe eine Idee, ich stelle die Fabrik noch mal weiter nach hinten. Die Bewohner wären sonst total unglücklich, wenn sie in der Nähe von Fabriken sind. So. Hier noch eins. Jetzt kann ich da auch endlich wieder Häuser hinstellen. Und da kann ich noch eine Straße zusätzlich bauen. Plastik, endlich. Jetzt geht's vorwärts. Gleich ein neues Haus hinterher. Direkt wieder bauen. Und falls ihr euch fragt, warum ich hier Platz lasse, hierhin kommt dann so eine große Polizeistation und hier kommt dann so ein großes Hospital hin. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum ich da nichts hinbaue. Schön. Ich guck mal kurz. Ja, ich kann es erweitern. Und was fehlt fürs nächste? Okay, einmal diese Lagerstangen und eine Lagerkamera. Nein, danke. Mal gucken, ob ich was verkaufen kann. Nee. Dann mache ich das mal. Also, falls ihr wisst, warum ich diese Handelszentrale nicht benutzen kann, schreibt das mal bitte in die Kommentare, damit ich das vielleicht bis zur nächsten Folge lösen kann. Hier fehlen 5 Stahl. Das
zwei Nägel noch. Nee. Ist zu viel. Ja. Drei Plastik, ein Stuhl. Drei Plastik. Das ist zu viel. Ich habe mir so als Grenze gesetzt, wenn über zwei von den Werkzeugen gebraucht werden, mache ich das nicht. Aber sowas hier, Stahl, ist halt ziemlich schnell hergestellt. Und dann war es das auch schon. Eine Kamera? Nein, danke. In der Stadt gibt es zu viel Verkehr, ja. Ich weiß, aber ich muss mich jetzt erstmal um euer Wasser kümmern. Ganz viele von euch sind deshalb unglücklich. Fast 16.000 Bewohner sind in der Stadt. Oh oh. Auf Level 12 wird die Polizei freigeschaltet. Das heißt, ich muss dann nochmal 36.000 Simoleons sammeln. Ich glaube, ich werde in diesem Part nicht weiter aufleveln. In der Zwischenzeit dann die Pumpstation, die große Pumpstation aufbauen und dann noch genug Geld für die Polizeistation. Sonst werden die Bewohner halt noch unglücklicher. Ein einziges Stahl fehlt. Ach komm. Eine halbe Minute noch. Zwölftausend. Wenn man mal bedenkt, dass ich etwa das Vierfache brauche dafür, hier 45, dann ja, es ist doch recht wenig. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich mache jetzt einen Cut. Sammle ganz viele Simoleons. So viel, wie ich halt schaffe. Und dann sehen wir uns wieder. Würde ich mal jetzt sagen. Ich kann nichts machen. Es fehlt vor allem Plastik. Plastik braucht noch, bis das hergestellt wird. Also würde ich dann mal sagen, ich mache jetzt einen Cut und bis gleich. So, das war jetzt ein Cut von knapp 10 Minuten. Ich habe nicht wirklich viel Geld, eigentlich nur 1.000. Aber dafür habe ich mehr Plastik jetzt und kann ein paar Häuser ausbauen. Das hier kann ich auch noch machen.
Und schon kann ich 2 neue Häuser bauen. Ist jetzt gerade ein bisschen laut. Ich stelle mal ein bisschen leiser. Jetzt ist die Zufriedenheit auf 60%. Ich glaube, die sinkt aber gleich wieder. Wenn die nicht sinkt, dann frage ich mich wirklich, was los ist. Eigentlich sind es dann ja noch mehr Leute, die Wasser brauchen, aber kein Wasser haben. Also sollten die doch theoretisch noch unglücklicher werden. Das lasse ich erstmal da. Und dann biete ich noch ein bisschen mehr zum Verkauf an. Nehme ich einfach mal Holz. Mach das nicht auf 100, sondern auf 95. Dann noch ein bisschen Stahl auf 45. Dann lasse ich das erstmal so. Jetzt haben wir schon 16.000 Simoleons. Natürlich, Häuser zu verbessern ist die beste Art, Geld dazu zu verdienen, aber man kriegt halt auch XP und dadurch geht man ein Level höher. Und das ist wiederum daran schlecht. Und ich habe Mineralien, meine ersten Mineralien. Ich glaube, die verkaufe ich aber erstmal. 4 Stück. Ups. Für 160? So wenig nur? Mache ich die für 155 rein. Fehlt auch nicht mehr viel. Dann können wir noch eine Expansion hier machen. Nein, danke. Oh, und das kann ich jetzt auch schon auf 70 erhöhen. Daran, wenn man Dinge verkauft. Dadurch kriegt man halt weniger hier von XP und ja, die Leute sagen extra die Meinung, dass sie eine größere Stadt haben wollen. Und da kann es auch mal passieren, dass man halt
sowas hier bekommen. Und jetzt habe ich schon Platz für 70. Und die Zufriedenheit ist auch wieder auf 78%. Ja, okay, ich glaube, ich komme jetzt hier nicht weiter. Dankeschön. Ja, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst meine Bewertung da oder ein Like. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir auch bitte ein Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mit hoffentlich mehr Wasser. Und dann würde ich mal sagen, tschüss, Leute.